Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zu Star Wars Interworlds. Wir haben hier ein Problem. Ich wollte ja hier noch eine Station bauen. Weiß schon gar nicht mehr, was ich hier abbauen wollte. Jedenfalls hat die Patrouille von der NRL hier alles kaputt geschossen. Und in der Zwischenzeit habe ich deswegen mal ein paar Jäger einen Auftrag gegeben, die anscheinend fertig sind. Heißt, gucken, wie alle vernünftig auswählen kann. Hier sind übrigens eine Menge Scimitar, die sind dann auch bald mal fertig. Gucken, der da. Denn hier LN. Ach so, ja, die sind andere. Boah, das müssten die jetzt hier sein. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, dann einfach mal angreifen. Möchte ich dann nämlich hier gleich bei der Station stehen lassen, wenn die dann gebaut wird. So, da docken sie alle ab. Und auf geht die wilde Fahrt. Sehr schön, der Turbo ist an. Okay. Ansonsten, ich bin hier in Munilist am Raumdock. Und das ist auch alles soweit fertig. Ich habe hier diverse Scimitar gebaut. Das sind ein paar, wie ihr seht. Die waren ja in der Herstellung günstiger gewesen. Jetzt ist die Frage, wie sieht es mit dem Verkauf aus? Also Quatsch, in der Herstellung günstiger. Die brauchten weniger elektronische Komponenten, deswegen hat man die gebaut. Aber wenn ich die kaufen wollen würde, hier unten, dann sind die teurer als die Defender. Der Defender hat 933.000 gebracht. Wir verkaufen die mal für 100.000 weniger. Jetzt ist die Frage, ja, mit den Warten. War nix. Den gesparten Elektronikkomponenten, ob es dann trotzdem sich lohnt oder ob man dann lieber doch die anderen baut. Jedenfalls verkaufen wir die mal. Tada, wieder ein bisschen Geld. Und diverse Sachen, die hier vom Mining rumliegen. Asteroid. Wollen wir uns mal mitnehmen hier. So, und hier stehen jetzt eine ganze Menge Scimitar im Dock rum. Ah, ich dachte, ich komme vorbei. Dann eben nicht. Ah, da kommen sie. Docken sie ab. Und ziehen ihrer Wege. Das ist doch schön so. Welcher Defender erwartet denn Befehle? Das Ding hier kaputt? Moment. Ach, die haben das jetzt schon zusammengeschossen. Okay. So, dann wirst du mal die Container einsammeln. Ah, jetzt hier ist A-Patrouille. Okay. Das Ganze ist jetzt schon so lange her, dass sogar schon das Wrack der Station weg ist. Das werden wir jetzt nochmal neu machen. Gott sei Dank hatte ich noch nichts ins Baulager gepackt. So, Genehmigung. Und ich, bevor ich das Design auswähle, doch nochmal gucken, was wollte ich denn hier machen? Eis, okay. Eis ist Feststoff. Also ein Mining-Lager mit Verteidigung. Ja. Steuerung übernehmen. Produktionsschiff zuweisen, das haben wir direkt nebenan stehen. Drohnen haben das sogar schon eingesammelt, das ist gut. Und dann nehme ich mir mal wieder die Defender, die hier stehen. Ja. Kann ich die schon zuweisen? Nee. Dann machen wir das anders. Dann weisen wir jetzt die alle ihm zu. Mit Kommandant angreifen, hätte ich gesagt. Ja. Zack. Heißt, er hier ist Staffelkommandant. Sieht so aus. Und du wirst mal bis auf weiteres beschützen. Im Rest möchte ich zusammenarbeiten. Perfekt.
Weil ich nämlich tatsächlich ja ihm hier, Baufrachter, hinzufügen wollte. Waren transferieren, Handocken, nee. Dann müssen wir hier erstmal die Zuweisung aufheben. So. Sagen, dass er hier machen soll. Frage, was braucht er dafür, dass das geht? Weil bei den anderen beiden Stationen, die wir hier hatten, hatten wir ja auch schon Stationsmanager und so weiter. Das können wir hier noch nicht haben. Das ist die Frage. Brauchen wir das? Moment. Hier irgendwie noch? Aus. Ansonsten haben wir hier diverse Ressourcen. Mal. Also nicht. Hey, das ist nicht. Dann muss ich das jetzt doch alles wieder händisch machen, hä? Würde ich eigentlich gerne nicht tun. Was brauchen wir denn? 46.000 Energiezellen. Diverse Ressourcen, ne? Also die Verteidigung merkt man schon, die ist teuer. Ah, wahrscheinlich haben wir bei der schweren Standardkonfiguration einfach mal eben andere Schilde und Laser eingebaut, die wir vorher nicht hatten, weil wir ja die neuen Pläne gekauft hatten. Okay, fange ich einfach mal an mit Energiezellen. Mit den Frachter gut vollpacken. Energiezellen. Ja, machen wir 50.000, dann ist ja auch schon fast voll. Ja, komm, nehmen wir mal Durastahlplatten mit. Auch etliche von. So, transferieren, genau. Er zeigt leider die anderen Sachen nicht an, das ist echt ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz kann ich schon mal sagen: Durastahlplatten. Wir nehmen mal Module hier. Mehr haben wir nicht durch den Bau von den Jägern, hä? Ah, okay. Dann machen wir das mal so auf die Art voll. Genau. Okay, Module brauchen wir gar nicht mehr so viele, aber wir brauchen 9000 Durastahlplatten. Noch eine Weile, eine Menge. Durastahlplatten, aber die haben wir Gott sei Dank genug. Ist ja hier Ewigkeiten unterwegs. So, machen wir noch eine komplette Tour. Dann haben wir da auch ein bisschen mehr im Lager, falls wir nochmal irgendwas reparieren oder dazu bauen möchten. Weiß man ja manchmal nicht. So. Dann brauchen wir diverse Feldspulen und so weiter, immer auch mehrere tausend. Ich glaube, Elektronikkomponenten brauchten wir auch. Einfach 1000 mit. Das brauchen wir nicht. Feldspulen. Dass das Baulager groß genug ist. Ja, genau. Da brauchen wir noch 300 Elektronikkomponenten. Nochmal 400 Feldspulen. Bis jetzt merken kann, bis hier rüber. 300 Elektronik. Feldspulen. Da genug dran. Brauchen definitiv Geschützkomponenten. Machen wir mal 2100 rein, mal gucken, ob die überhaupt reichen. Baulager. Haben wir. Geschützkomponenten brauchen wir tatsächlich nochmal 510, ne?
Ja, dann brauchen wir noch Schildkomponenten. Na gut, lassen wir die gleich so drin. Alles nicht. Komponenten. Also, wir brauchen wir denn doch nicht. 6 oder so. Brauchen wir noch. Ich glaube, Sensorkomponenten brauchen wir nicht. Auch alles nicht. Ich weiß gerade nicht, ob wir Waffenkomponenten brauchen. Im Zweifelsfall fliegt er halt nochmal. Gehen wir es mal rüber erstmal. Ja. Das muss ich ja leider hier extra nachgucken. Was braucht er denn noch? Ja. Ah ja. Okay, er braucht noch Schildkomponenten. Ja. Okay. Also noch 600 Schildkomponenten und Mut. Wer ist das? Aufrachter. Komponenten. Module. Jetzt auf immer her. Bin ich gerade irritiert. Okay, wir haben genug. Wir haben genug davon. Und das müsste jetzt alles sein, denn. Das haben wir. Andocken abgebrochen. Ach schön, dass ich hier andocken sollte. Okay. Habe ich da unten Raumfliegen-Eier? Nehmen wir mal mit. Okay, also wir können schon mal festhalten. Die Fender bringen im Verkauf zumindest schon mal mehr als die Scimitar. Weit weg noch. Raumfliegen-Eier wichtig. Da haben wir nämlich schon wieder über 1 Million zusammengesammelt gerade. An tollen Kisten. Ja. Asteroid. Kann man das nämlich alles schon wegbringen? Und ran. Da sah aus auf dem Gravidar. So, ne, unten dieses Radar-ähnliche. Jetzt sich hier Gravidar. Jetzt wohl nicht über Radarstrahlung funktionieren soll, sondern. Ah, Gravitation. Okay. Asteroid. Was denn? Oh, 50 Kilometer Unterschied. Obwohl das hier gar nicht so aussieht. Ja. Schiff. So. Zack. Alles klar, haben wir. Endlich Schaden genommen. Den Strich oben drauf habe. Ich selber nicht auswählen. Egal. Jetzt ist die große Frage, was fangen wir jetzt an mit unserem Geld? Das produziert hier immer noch. Baulager ist. Ja, da ist nichts zu tun. Gucken wir mal in die Stationsübersicht, was die Werft gerade sagt. Ich hatte die nämlich auf 110% Geld und die bauen tatsächlich. Okay, ich nehme gerne mehr Geld. Aber auch okay. Ich meine, wir können immer noch selber bauen. Denn hierher gerade. Ach so, geplante Module, die sind immer noch nicht fertig. Okay. Ja, aber Elektronikkomponenten sind sehr mau, ne? Aber gut zu wissen. Die bauen anscheinend auch, wenn das hier noch nicht
überschritten ist. Das war ja auch so eine Frage. Oder ist gut zu wissen? Nahrungsrationen sind voll, Medikamente. Ich würde sagen, werden gut verkauft. Automatische Kaufmenge, ne? Machen wir firmenintern, bitte. 1000, 10.000 wollen wir behalten. Arbeitskräfte. Oh, werden langsam aber sicher mehr, ne? 25.000 brauchen wir. Platz haben wir für 25.000, reicht. Ja, und grob die Hälfte ist da. Auch okay. Und das hier in der Werft? Nee. Weil überall hier sieht man ja, was es an Bonus bringt. Aber wäre die Frage, ob das überhaupt überall ist? Nee, aber hier. Da werden noch 8 Mikrochip-Fabriken gebaut, um die Elektronikkomponenten auszustatten. Wahnsinn. Warum doch 3 vor allem? Nervt. Raumdock 3. Machen wir es doch ein. Reale Werft, ja, wir sind nach dem Sektor, das passt schon so. Genau, hier sind die Sachen, die gebaut werden, perfekt. Das ist auf jeden Fall das bessere Stationsdesign, finde ich, als das auf der anderen Seite der Galaxis. Weil das jetzt noch nicht das Ultima-Design ist, weil da fehlt noch das imperiale Kontrollzentrum, bitte ich, ne? Auch ein Argument gegen diese Station. Ja, Forschung ist ja durch. Weil das könnte man noch machen, aber können wir sowieso schon bauen, von daher. Wo sich jetzt die Frage stellt, was machen wir? Weil im Grunde genommen alles erledigt ist. Schütze ISD-1. Okay. Aegito ist doch vorne irgendwo. Da wird ja nicht viel zu tun sein. Ist so. Ein bisschen weit weg. Sens zeigen. Können wir mal zuerst machen. Dass ich auf Sie zählen kann. Einfach mal stehen bleiben, wo wir so die ganze Zeit stehen. Was ist eigentlich mit den Schiffen, die Wracks bringen? Fähigkeiten nicht mehr gesehen. Gibt's die überhaupt? Geordnete. Also hier zumindest nicht. Die Staffeln, ne? Dass hier nur die Hauptjäger angezeigt werden, sonst wäre das mega voll. Aber offensichtlich sind die abgeschossen worden. Wahrscheinlich wegen der Piratenbedrohung hier drin. Die mussten ja hierher. Keine so gute Geschichte. Ein Stück weit die Frage, was passiert denn? Wenn ich diese Sektoren erobere, spawnen die dann auch? Weil der hier gehört im Moment niemandem. Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was passiert denn? Hier eine Verteidigungsstation baue, mit so einem imperialen Administrationszentrum, und ich dann sage, einer. Will er? Angreifen? Hirax Fighter. Lexan minus 18, ja. 4 Leben hat er nicht mehr. Der hin mit seinen 6000 km/h. Oder Meter pro Sekunde. Kommt er gerade raus. Oder kommen immer mehr? Oh, mit der Korvette, okay. Da lohnt sich ja die Patrouille schon fast. Dann sind die Black Sun natürlich rot. Will ich das? Weil wo kommt eigentlich der Alkohol her? Den habe ich immer noch nicht. Weiß immer noch nicht, wo der Alkohol herkommt. Moment mal. Den werde ich doch hier oben sehen, wenn ich den kaufen will, oder? Kann ich hier was suchen?
Heißt ein illegaler Alkohol, heißt das wohl nicht, ja? Ich lese das jetzt mal nicht vor, weil so schnell wie ich es scanne, kann ich nicht lesen. Fleisch, Feldspulen. Hier, geschmuggelter Alkohol. Da hinten. Ist verkauft. Ja, die Frage ist, wo wird es hergestellt? Beispiel schon mal nicht. Zeigt er mir hier was an? Hier beim Piratenhafen. Ob das hier hergestellt wird, wissen wir nicht. Ich brauche dann im Zweifelsfall irgendwo das Pool her. Deswegen gucke ich gerade, ob ich das mal wieder irgendwo beschaffen kann. Was ist denn hier? Ah, wieder so ein Piratenhafen. Ja, hier ist der Fraktionsrepräsentant. Könnte sein, dass man hier unten das Modul herkriegt. Dazu muss ich mich erstmal besser stellen mit dem Blexane. Das kriege ich jetzt nicht hin, wenn ich hier die Patrouille mache, wie es gefordert wird. Mal kurz gucken. Ja, die Handelsstation, das hilft mir nicht. Irgendein Modul geben, was das herstellt. Stimmt, bei der Republik. Würde mich ja nur echt nicht wundern. Wenn nicht da, wo sonst. Mal diese korrupte Republik. Halt, dass wir sie aus dem Universum tilgen. Okay, ist erstmal nicht zu sehen weiter. Was ich nämlich gemacht hatte, ist, so ein paar Jäger irgendwo hinzustellen, zum Beispiel hier. Und weil das so ist. Ach hier, guck mal, die Nebulon. Ich war wohl völlig uninteressant für dich, hä? Da ist es doch ganz groß zu sehen, Mensch. Dann gucke ich mal, ob die sowas haben. Ich will nur den Jäger jetzt ja nicht ohne mich stehen lassen. Nicht, dass dann die Fregatte auf einmal auf die Idee kommt, den Jäger wegzuschießen. Wäre unschön. Sehr, sehr unschön. Ah. Gute Musik, muss ich sagen. Ah, hier wird noch gebaut, okay. Ja, gebaut wird hier wahrscheinlich noch so einiges an der Station. Ich bin einfach mal so dreist. Wir stellen das mal mit in die Werft. Oder auch mal, ob was gebaut wird. Da sieht das so aus. Hier ein Haufen Jäger im Bau. Oh, perfekt. Immer lasst euer Geld bei mir. Das ist gut so. Ich bin sowieso ein vertrauenswürdiger Produzent. Und das, was von mir kommt, da muss man nicht Angst haben, dass das irgendwie korrumpiert ist. Hallo. So, dann setzen wir uns mal hier rüber. Teleportieren. Blinkt das rot? Und er speichert. Herzlichen Glückwunsch. Zeit, um einen Schluck zu trinken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich bei den Namen gerade Naruto gelesen. Eine gewisse Ähnlichkeit ist zumindest vorhanden, ne? Wenn man das Williams mal weglässt. So, na komm. Ach ja. Sprung abgeschlossen. Sehr gut. Nanu? Oder hat er mich jetzt oben raufgesäppt, hä? Okay. Jetzt hänge ich hier fest. Jetzt. Fallschaden. Ja, das wird in die Sicht. Dann gehen wir doch mal hier hin zu Imshake. Oh, hier wieder Pufflicht. So. Guten Tag. Lizenzen, was haben die für Lizenzen? Okay. Lizenz für illegale Module. Werden gleich mal sehen, wie wir das brauchen. Guten Tag.
Blaupausen. Module. Legale Module haben wir nicht. Fleischproduktion brauchen wir nicht. Haben wir. Haben wir auch. Brauerei. Da brauchen wir die illegalen Module. Das will ich haben. Da ist es. Hey. Auf Wiedersehen. Guten Tag. So. Kostet ja Gott sei Dank nur 200.000. Nicht, ob wir da noch was von brauchen. Warten wir es erstmal ab. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Und wir brauchen die Brauerei. Haben wir noch. Brauchen wir auf jeden Fall nicht. Fertigungshanger für SM-Schiffe, das haben wir ja. Da ist nichts dabei, was wir nicht schon haben. Cool. Ah, kann man mal gucken, was kostet denn das L-Habitat? 40 Millionen eingespart, sehr schön. Ungefähr. Andere kostete 25 Millionen, die scheinen hier ein bisschen teurer zu sein. Verteidigung. Ja, das brauchen wir jetzt hier an der Stelle nicht, würde ich sagen. Tante. Hier noch. Auch nicht. Was haben wir denn hier? S-Schiffe. Ah ja. Wir könnten uns den. Bei den können wir auch woanders holen, glaube ich. Den vielleicht sogar auch. Uninteressant für uns. Ist hier was, was wir noch nicht haben. Ja, doch ein paar Sachen. Das sind M-Sachen, ne? Ich würde mal vermuten, das kriegen wir auch überall wo. Erstaunlich gerade, dass wir den nicht haben. Ist aber alles das gleiche. Bestätigen. Auf Wiedersehen. So. Bedeutet. Werden mal direkt die Brauerei damit ranhauen. Brauerei. Brauerei. Draufstellen mal wieder. Gerade da irgendwo mit dran passt. Hier ja nicht. Leider auch nicht. Uff. Oben wollte es jetzt nicht mit draufstellen auf die Lager tatsächlich. Will das gehen? Ganz offensichtlich. Wir sollten es hier hinstellen. Dass jeder direkt sehen kann, dass es hier eine Brauerei gibt. Nicht, ob das so gut ist. Ja, wir könnten das auch hier ranstellen. Der Platz wenigstens nicht. Führungen übernehmen. So, dann gucken wir mal. Brauerei. Chips. Ich hätte gedacht, dass es hier in der Reihe irgendwo kommt, aber offensichtlich. Alkohol. Hier. Brauchst. Energiezellen sind egal. Wasser, okay. Und landwirtschaftliche, okay. Also so, wie man sich's vorstellt. Es müsste ja eigentlich genug da sein. Denn. Gucken mal, wie es läuft. Im Moment sieht das ja ganz gut aus. So viel ist es auch nicht, was hier irgendwie gebraucht wird. Ne? Wir können das ja mal eben durchkalkulieren. 1000 landwirtschaftlich hiervon. Bei ungefähr 4000. Ja. Und 6000. Und wie, oh ja, pff. Okay. Auch keine Angst vor haben. Dann sagen wir mal 2500 Wasser. Und nochmal 5000, sind wir bei 7500 Wasser. Dann haben wir hier. Ja, sagen wir mal 14.000 Wasser aufrunden. Bekommt das erst noch bei Gewürz? Hatten auf Lagerraum.
Nochmal 3000, sind wir bei 20.000 Wasser. Und mal das mal 2, also 25.000 Wasser war's, ne? Und wir produzieren ja über 30.000 Wasser. Perfekt, haben wir auch genug. Aber eigentlich eine zweite Brauerei gleich mit dranhauen. Ja, wie viel produzierst du? 1200 pro Stunde. Jetzt wäre interessant, was brauchst du denn pro Stunde? Das hier irgendwo? Verkaufsangebot. Tja. Hier doch, Verbrauch pro Stunde 8500. Echt? Oh. Brauchen wir ja noch mindestens 3. Also ich meine, okay, da kann noch 3 Brauereien ranhauen, so ist. Alles verkaufen, außer echt noch mehr Lager, ne? Witz, ey. Also ist schon, also hat schon so viel Lager. Containerlager, gut, müssen wir nochmal hinzufügen. Machen ja eh noch ein paar Module dran gerade. Nicht, ob ich da unten wohl noch so Lager jetzt dran kriege. Das ist die Station. Ach, ne? Denn ich ja auch hier. Das da dranhauen. Ja. Nochmal 2 Container. Und wo ist die Brauerei? Dorten. Da oben steht sie schon. Machen wir sie da unten noch ran. Das ist die zweite. Das passt sogar. Ideal. Perfekt. Was? Konstruktionsschiff. Ich komme hier gerade nicht hin. Wieso kann ich denn hier nichts drücken? Das Schiff ist noch zu aus. Jetzt müsste eigentlich der Frachter auch wieder auf dem Baulager einkaufen. Der dann alles holen. Im Zuge dessen, wenn wir schon mal Blaupausen kaufen, können wir uns hierher teleportieren. Aber Objekt. Teleportieren. Können wir mal gucken, was die CSA hier hinten uns nochmal verkauft. Sprung abgeschlossen. Kernfabriker. Test. Ja, ist schon ein bisschen anders in den normalen TIE Fightern. Ah, ich wollte nicht hoch. Offensichtlich war hier eine Leiter, die nicht zu sehen ist. Aber immerhin. Heißt, wir brauchen die Black Sun nicht mehr. Es ist eine mal gleich mal, ob die noch da sind dann. Lizenzen, okay, die müssten wir uns weiter erarbeiten, beziehungsweise gibt es hier keine mehr. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Und haben wir hier Dura-Stahlplatten haben wir, das sind anscheinend verschiedene Designs. Haben wir alles. Haben wir Ridon, haben wir, okay. Designs, das ist also das gleiche wie eben. Schiffe, gucken wir mal. Genau, hier gibt es den Tuck. Und diese Geschichten hier. Ich sag jetzt mal, da bin ich ja nicht kleinlich. Wenn die bei uns an der Werft gebaut werden, ist es unser Geld. Achso, ich bräuchte die Komponenten, ne, oder? Waffen. Ja, auch ein paar andere reinpassen dann, ne? Genau, die haben wir alle.
Wenn ich das hier alles mitnehme, komme ich dann finanziell raus. Immer noch über 100 Millionen, dann können wir die doch alle gleich mitnehmen. Schütztürme. Hier sind natürlich jetzt die ganzen Roten drin, ne? Endlich auch so. Geht nicht dahinter, dass es eine Farbe hat. Sagt. Dann nehme ich das einfach mal so mit. Bei denen hier, die würde ich woanders kaufen. Das hat die schönen grünen Farben behalten. Das ist ekelhaft. Ich will sowas. Laser. Ein Sirius Droid, der kommt den dann auch mit. Aber das ist, weil es so billig ist. Zumindest ist es ein S-Schild. Müsste ja hinkommen bei den Schildgeneratoren. Antriebe, gucken wir mal. Ja, wir könnten sonst den für die 500.000 noch nehmen. Die kosten unter 1 Million. Wahrscheinlich brauchen wir die sogar. Könnte sein, dass das wirklich die interessanten Antriebe gerade sind. Veneter Ionenantrieb, ja. Starliner, Prieter, aber alles über 1 Million. Also kommen wir damit gut hin. Steuerdüsen sollte jetzt ja keinen Unterschied machen. Raketen haben wir alle. Brunnen im Kern auch. Verbrauchsgüter auch. Gegenmaß auch. Da. Tada! Wir haben es bestellt. Viel Glück da draußen. Hey. So, dann seppen wir uns mal zurück. Was finanziell passiert? Ich habe Geld überwiesen. Oh, teleportieren. Was wird denn hier gebaut? Irgendwelche Teils. Sprung abgeschlossen. Mionerinst. Ich kann mich nicht bewegen, doch. Ah, ein bisschen. Wird gerade ganz schön. Bin ich doch mal gespannt, ob wir hier demnächst auch ein paar Y-Wing und so rausfliegen sehen. So, 1 Minute. Ist die Frage, ob ich das Ding in 1 Minute kurz und klein geschossen kriege. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, Moment mal. Moment mal. Wie sieht's denn aus mit einer Kaperfahrt? Ja, wisst ihr was? Das machen wir. Wir kapern jetzt hier mal. Ein Nebulon. Wie machen wir das? Ich würde sagen, der reicht. Zuweisung aufheben. Warte mal, Untergeordnete. Frage, welche Funktionen haben die? Sehe ich das hier irgendwo? Nee, leider nicht. Weil ich will gar nicht, dass die Untergeordneten jetzt hier schießen oder so. Warte mal, geht das hier irgendwie? Ah, hier, Verteidigung abfangen. Sollen landen. Sollen nicht aktiv werden. Und ich möchte im Kern auch nur, dass... Satzung ist drin. Wo wollt ihr hin? Was macht ihr? Weg. Getan. Nein, was habe ich getan? So. Achso, so inaktiv gibt's hier gar nicht, oder was? Moment. Lücken? Kann ich das einstellen, dass die nichts machen? So hier, inaktiv, das hätte ich gerne. Schwierig. Okay, suchen wir erstmal die Nebulon. Muss doch hier hinten irgendwo rumtüdeln. Leider nicht großartig. Problem ist, hier sehe ich jetzt auch eine Menge Asteroiden, ne? Ja. Schade, schade, schade. Wo bin ich denn? Ah, da bin ich schon vorbei, ne?
Warte mal, in die Richtung kann man doch weit gucken. Hier sind etliche Stationen zu sehen. Hier ist keine Nebulon irgendwo zu sehen. Wo ist sie? Doch garantiert hier irgendwo sein. Nein. Cool, du kannst mitkommen, ist schon richtig. Wartest jetzt, bis alles angedockt ist, ne? Was mache ich denn dann hier? Mögen vielleicht einfach nur? Immerhin behält er die Staffeln, das ist schon mal super. So, nochmal in die Richtung. Kann ich irgendwas sehen? Also wenn da was ist, sehe ich nix. Das da, bewegt sich das? Hat's gerade geflackert hier? Sieht nicht so aus. Ein Hintergrund. Oh, was ist denn das da hinten? Kenn ich das schon? Imperial Wharf. Ah ja, okay. Also so weit kann man gucken. Nebulon ist nicht zu sehen. Na, wahrscheinlich ist sie zu klein, die wird nicht gerendert, nehme ich an. Aber... Gucken wir mal. Rosa Geleuchte auf dem Stein, da sind wir schon lange vorbei. Ob die vielleicht durchs Tor wollte? Erwarte Befehle. Angekommen? Tatsächlich. Die ist noch nicht angedockt. Den suchen wir nicht. Okay, ansonsten. Mal hier lang. Wenn ja erst noch ein paar andocken. Steht das hier eigentlich irgendwo? Da steht nicht, wie viele abgedockt sind und wie viele noch andocken. Das fehlt mir noch so ein bisschen, so eine schöne, ja, nennen wir es Flottenübersicht oder. Einfach ein bisschen mehr als das hier irgendwie. Ein wenig irgendwie, ein bisschen mau. Was wartest du jetzt? Achso, sie sollen andocken. Na gut, wir schmeißen mal die andere Mission an. Hier. Unseren Autopiloten mal dahin zu zückeln. Stellen fest, dass hier schon wieder 37 Millionen drin sind. Gucken doch mal. Oh ja, hier. Auch mit 110%. Ah, hier, guck mal. Diverse andere Varianten. Interessant. Ja, so kriegen wir die elektronischen Komponenten wahrscheinlich nicht voll. Die Module werden auch lange nicht gebaut. Aber okay, wie gesagt, alles was Geld ist, ne, nehmen wir. Hier sieht es nicht so aus, dass hier die Nebulon ist. Ich würde das jetzt mal wie folgt machen. Ich würde die mal andocken lassen, ihm wieder hier hinzufügen. Und mit den dreien. Meinst du, zu Smart Chips mit ihm hier handeln? Oh, pff, okay. Macht mal. Dann werde ich mich, glaube ich, schon mal hier vorne hinstellen. Was machst du hier? Gashändler? Okay. Ist das da? Ah. Oh, wie sieht es hier aus mit Bauen? Auch so viele Sachen in einer Bauschlange? Jawolla. Dass die hier gebaut werden, ist ja klar, ne?
Aber schön, läuft. Ist direkt angesprungen, die ganze Geschichte. Auch 27 Millionen gleich. Da haben wir eigentlich direkt schon reingeholt, was wir an Laupausen bezahlt haben. War cool. Könnte schlimmer sein. So, alle angedockt? Noch nicht. Heil. Dann muss ich ja hier die erstmal wieder auf Verteidigen stellen und die anderen auf Abfangen. Und sagen... mit angreifen, ne? Müsste er dann eigentlich dann darüber ziehen? Ah, der wird das schon machen. Also die zum Scheinproduktion. Ah ja. Okay. Wir müssen andocken. Hier wird ja nicht viel passieren, schätze ich mal. Außer Stationsverkehr wird ja hier nicht viel unterwegs sein. Ich bin immer noch sehr schade, dass ja, dass hier diese halbgaren Landepads sind. Die, wo man hier, ne, sich jetzt frei bewegen kann mit den Laufbändern und so. Schade, schade, schade. Vasquez. Warum fällt mir zum Namen Vasquez Alien ein? So. Viel Glück da draußen. Was ist das gesagt? Thai Defender. Sollte hier Action sein, wissen wir ja, wo wir was holen können. So, der ISD ist anscheinend durchs Tor geflogen. So wie schon mal. Ne? Der großen Angriffsflotte, die kam, der haut ab. Was sind uns hier nicht? Bleibt der stehen, der bleibt stehen. Er soll mal die Untergeordneten zurückrufen. Ja. Sollen mal andocken. Was ist hier los? Geht's nicht? Da. Bongenschiffe. Ja. Egal. Der fliegt hier rum, war der ISD? Checks. Verkauft hier was? Weiß er noch nicht. Hat Chips drin. Ja, ich würde mal sagen, das mit den Schiffen verkaufen an den Stationen hier wird jetzt mega zweitrangig, ne? 40 Millionen. Jetzt ist die Frage, wie lange die Bauzeit ist. Ja, hier ist gleich fertig. Das dauert noch einen Moment. Ah, hier werden auch wieder ganz normale Teils gebaut. Okay, das ist super geil. Volle Bauschlangen. Kann man sich ja direkt überlegen, ob man noch mehr Werften baut, aber ich würde behaupten, so viele Ressourcen produzieren wir nicht. In dieser Hinsicht fällt mir dazu gerade ein. Wenn die Großkampfschiffe auch so laufen, wie viel Bridonium brauchen wir eigentlich? Ich würde sagen, wir behalten mal 1000 Ridoniumkerne. Weil die brauchen Ewigkeiten, bis sie hergestellt sind. Läuft alles, die Banner ist voll. Haben wir jetzt... Das ist auch schon mehr geworden wieder, ne? Ja klar, wir haben jetzt auch die Brauereien noch mit dazu gekriegt. Derzeitige Arbeiter 11.700, der dauert einen Moment, bis das alles fertig ist. Ja. So, wie sieht's hier hinten aus? Jäger patrouillieren.
Hier wird noch nicht gebaut, weil noch nicht Ressourcen, also noch nicht genug Ressourcen da sind, hä? Wo ist der Frachter? Moment. Baulager. Wieso denn hier im Baulager? Was habe ich denn da eingestellt? Wer wird das schon machen, hä? Der ist ja jedenfalls nicht. Habt schon was gebracht? Kommen zumindest alle, sagt er. Nix hier, ne? Ist doch nix angekommen. So, mal Zeitkeule. Schön, dass du hier andockst. Was sie denn da jetzt holen? Ach, deswegen waren so wenig Module gewesen. Ja, okay. Na gut. Mach mal. Na, wie viel Geld gab's? 30.000? Okay, mal her damit. Was ist denn der hier kaputt? Reparier dich doch mal an meiner Station. Kostet Geld, Leute. Hilfe mich, wenn es Geld kostet für dich. Auch 30 Millionen wieder. Wir haben schon wieder 50 Millionen in den Stationen drin. Da sind wir schon bei knapp 160 Millionen. So kommt man zu gut Geld. Das nächste, was wir machen, sind M-Schiffe. Mir stellt sich gerade die Frage, warum eigentlich so lange warten. Kann der nämlich hier auch bauen in den Werften. Und zwar ohne, dass es die S-Schiffe blockiert. Das sieht doch auch relativ voll aus, auch wenn hier schon wieder... Ja, die sind hier nicht nachgerückt. Gut, ich weiß nicht, die TIE Fighter haben vielleicht weniger Bauzeit. Das kann schon sein. Übrigens, ne, wir sehen, die CSA baut hier. Das ist super. Und das hier in Munilist. Weil es halt auch ein riesenweiter Weg ist, ne, zur CSA rüber. Aber, hey... Frag mich nicht. Ihr baut das Imperium nicht, ne? Moment. 100% CSA alles. Na ja, komm. Wir wollen ja nicht, also ne, wir schaffen hier gleiche Wettbewerbsbedingungen. So. Her mit dem Geld. Ich überlege gerade. 150 Millionen. Da sind schon 31 Millionen jetzt. Klappt das? Nicht hin, oder? Ewigkeiten im Kreis fliegen. Auf. Machen den mal weg. Den auch. Dann kannst du den auch wegmachen, weil bringt ja nichts. Jetzt brauchen wir hier noch mal ein paar Sachen, ne? 400 Module. Ja, relativ wird. Da ist er. Machen wir es so. Schöne Schnapszahl. Und haben wir. Okay, perfekt. Vielleicht klappt es jetzt. Tausend gekriegt, okay. Man hat leider aber nicht sehen, warum. Oder wofür. Ja, schickes Schiff. Okay. Er will weg. Oh, er springt zurück. Imperial Star Destroyer 1. Auto-Pilot.
eingeschaltet. Jetzt hin. Hey. Ausgeschaltet. Eigentlich, dass du dem Sternzerstörer hinterher fliegst. Guten Tag. Das machen wir jetzt anders. Das machen wir. Die Art. Folgen. Wenn wir hier stehen, läuft die Mission weiter. Gehe ich mal von aus. Lügen? Willst du hin? Hast du da irgendeinen alten Befehl? Okay, die Mission läuft weiter. Die Fragestellung ist jetzt, läuft die Mission auch weiter, wenn ich hier Blaupausen einkaufe? Weil, achso, nee, da muss ich hin. Teleportieren. Gucken wir doch mal, ob die Mission weiterläuft. Sprung abgeschlossen, ah. Bastion. Und wir gehen mal nach M-Blaupausen gucken. Würde ich sonst erstmal die ganze Ausrüstung kaufen, hä? Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Haben wir alles. Steuerdüsen brauchen wir M-Schub. Den und den. Haben wir alle M-Schub. XL brauchen wir. Antrieb. Guck mal, das. Ich würde mal sagen, der hier. Das nicht. Zerstörer, naja, leichter Kreuzer. L-Schiff, ne? Da ist ein L-Schiff. Alleiner. Raider. Die Raider Corvette. Schiff, ne? Ich bin ja mal hier so ein paar Sachen mit. Da sieht man, das wird relativ schnell teuer. Santi. Ah, das könnte sein. Also ich denke mal, alles so bis 4 Millionen vielleicht. Der Kreuzer. Weil der Neutrinster-Antrieb jetzt auch nicht so ist. Also wir sagen unterschiedlich. Der 2 nehmen wir nicht. Ich würde es mal dabei belassen. Generatoren. Ja. Brauchen wir nicht. Im Zweifelsfall haben wir einfach mal auch ein. Sage doch. Sachen schon dabei, die wir erstmal noch nicht brauchen. Dazu. Kunstwellen und. Die roten brauchen wir erstmal nicht. Das war schon wieder bei 70 Millionen. Ey, Wahnsinn. Die haben wir alle, aber okay, es wird dünner. S-Schiffe haben wir alle. So, M-Schiffe. Genau, da ist es Theta, Lambda. Wird's langsam eng. Vielleicht noch mal Geld besorgen. Raider-Korvette, genau, da ist er. Nehmen wir erstmal. Viel Glück da draußen. Nehmen wir mal von den Stationen noch mal Geld ab. Ach, knapp 50 Millionen wieder drauf. Sehr schön. Ja, mit dem Geld. Schon wieder meckern. Nö, zu wenig Geld. Ja. Verdient euer Geld, das ich ausgebe. Das Imperium. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Komm, dann kommt auch noch weg. Und dann ist das Geld auch wieder weg.
die Geschütztürme. Ja, 12. Ich. Mit dem nächsten Schwung an Geld holen wir die CSA-Designs und dann sind wir wieder arm. Ne? Ob hier schon gebaut wird. Weiter. Ich hier erstmal noch. Dauert es einen Moment. Es fehlen noch ein paar Sachen. Was kriegen wir raus? Planen? Egal, müsste ich auch gehen. Hemmsche. Standardkonfiguration. Sind alle Sachen da? Läuft. Ja, klasse. Geht. Ich haben wir die ganzen Sachen richtigerweise eingekauft. Was hat denn der eigentlich für Türme? Der eine Flak hat. Eine Flak. Nein. Aus. Das ist. Ja. Im Moment relativ kurz Wetter, aber hatte, dass man den nicht der anderen Korvette verlieren kann. Also zum Beispiel hier kann ich die eh nicht. Okay, aber die Schiffe könnten gebaut werden. Ist jemand. Aber die sind auch imperial und vielleicht werden die imperial. X. Und Y wegen A. Also hier auch noch nicht. Werde ich beobachten. Spezielle Ressourcen. Da kommt. Ah. Ja, der Punkt geht, was es braucht. Ach, geht, was es braucht. Guck mal. Nee, das ist die Ausrüstung. Wir brauchen das dann, um einen Stern zu zerstören. Sind, ah ja, Elektronikkomponenten. Behandelt. Hey, stand unser Jäger? Nee, da stand nicht der. Geh mal wieder zurück. 13 von 20, die Patrouillenzeit ist auf jeden Fall weitergelaufen. Und er speichert. Das passt perfekt. Wird nämlich an der Stelle mal Schluss. Seht, mit den Werften kann man auf jeden Fall gut Geld verdienen. Und wir sind ja dann jetzt auf dem Weg vor. Ich bin gar nicht sicher, ob das
richtig ist, was ich gesagt habe, dass die Jäger hier, oder die M-Schiffe werden da gebaut, ne? Die L-Schiffe, die brauchen ein anderes Dock. Darauf werden wir dann als nächstes hinarbeiten. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.